Herzlich willkommen zurück zu Super Mario Odyssey. So, wir sind auf dem Mond und sammeln die Monde. Und zwar machen wir jetzt das grandiose Rennen. Obwohl ich noch nicht weiß, ob das grandios ist. Ah ne, Moment. Bevor wir die Rennen machen. Machen wir tatsächlich mal die Sphinx. Au. Hi. Sei gegrüßt, Reisender. Ebenso sei deine Kopfbedeckung gegrüßt. Verwachst du meine Anfragen zu beantworten. Welche Art von Blume hat der Reisende der Braut dargeboten? Ein Raketengewächs. Diese Antwort ist korrekt. Ja, aber wir machen noch ein paar mehr Fragen. Nur. Ja, welche Tiere finden sich nicht in diesem Land? Schafe. Sehr wohl, du bist ein beachtlicher Charakter. Wenn du Fragen so sehr begehrst, die Objekte, die vom Himmel fielen und über alle Länder verschlossen wurden, waren welchen Gesteins? Mondgestein. So. Wo befindet sich der Geheimgang zum Hochzeitssaal in diesem Land? Unter der Glocke. Richtig, aber hast du das wirklich gewusst? Es ist ganz schön mühsam, zur Glocke hinaufzugelangen. Du hast nur vorgegeben, das zu wissen? Du hast es nur vorgegeben, du Vorgeber. Hast du noch eine? Wie lästig, was soll's? Dann Endspurt. Beantworte mir diese abschließende Frage. Wie bin ich in dieses Land gelangt? Per Luftschiffsegel. Das kann nicht sein. Es ist unmöglich, dass du all meine Fragen richtig beantwortet hast. Aber ich kann wohl nicht immer als Sieger aus dieser Fragerei hervorgehen. Wirklich gut gemacht. Nimm dies von mir. Aha. Fantastisch. So, und du hast keine Fragen mehr. Und wir gehen hier rein. Und kriegen hier noch den Mond. Hell yeah. Nice. Damit hätten wir alle Fragen des Sphinx beantwortet. Das ist noch ein Mond von Toadette. Das wird eine sehr langwierige Mondfolge, wo ich bestimmt vorspulen werde bei Toadette. Weil die mir sehr viele Monde in den Rachen schieben wird. So, dann gehen wir jetzt hoch. Das Unfaire ist ja, die Koopa haben auch Schwerelosigkeit. Das ist jetzt das Miese. Oh, ob es in der Kirche noch Stuff gibt? Bin mal gespannt, da gehen wir gleich mal rein nach den Rennen. Ah, so. Ländersprinter, es ist aber kein Land, das ist Planet. Bis zur Odyssee. Fast bis zur Odyssee. Alter. Ist das so schlau? Ich weiß es nicht. Schaffe ich das? Oh oh, schafft man das? Das schafft man nicht. Oh, ein bisschen weiter links, dann hätte ich es vielleicht geschafft. Nein, nicht bevor ich sterbe. Sonst dauert das länger. Okay. Ba, 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 ba. Warum machst du das? Oh, oh. Fehler. Abort Mission. Abort Mission. Abort Mission. Das gibt's nicht. Oh Mann, ey. Gut, wir müssen mehr nach links. Okay. Da, da, da. Oh, Moment. Wir können ein bisschen cheaten. Verdammt. Oh Gott. Ich brauche viel zu lang. Halt dich doch an der Wand fest, Mario. Oh nein. Oh, wenn ich da noch die Mütze werfen könnte, um diesen Sturz abzubremsen. Mal eine Minute. Ich weiß nicht, ob der Goldene da nicht eine geilere Strat hat.
Goddammit, ey. Oh, nicht springen, das dauert doch ewig, bis wir unten sind. So. Expertenrennen. Ich bin gespannt. Es gibt keinen schnelleren Weg als über diesen dünnen Pfad, oder? Oder gibt es so einen weiten Sprung? Geht das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh nee, warum bin ich denn jetzt... Oh Gott. Hochspringen ist nicht richtig, Mario. Das ist nicht die Lösung. Ah, hier lang ist gut. Alter. Das war ja endgut. Das war nicht so gut. Jetzt bitte schnell. Ach, spring doch nochmal. Okay. 4 Sekunden schneller. Da kam der Goldene, okay. Der wäre immer noch langsamer gewesen als in meiner Standardrennenzeit. Okay. We did it. Dann gehen wir jetzt mal ins Schloss. In die Kirche. Mein Gott, ist ja kein Schloss. Ein heiliges Haus. Ach, cool. Da ist ein Bild. Und hier nicht. Da sollte ein Oh nein. Ich weiß, wo das ist, ja. Aber ob ich es finde... Dieses Porträt habe ich schon mal gesehen. Was? Was? Kann man den Bosskampf hier nochmal machen? Ich will das nicht. Ich will den Bosskampf nicht nochmal machen. Ich will nicht. Darf ich wieder gehen? Wenn ich einfach wieder gehe? Ich glaube, das ist der Boost, oder? Man kann nicht rausgehen. Ich will wieder aber. Och man, muss ich jetzt nicht den Bosskampf nochmal machen? Nein, will ich nicht. Kann ich den einfach überspringen, bitte? Ich meine, easy game, aber... Das ist ein bisschen nervig jetzt. Warum muss ich alles nochmal machen? Samt Lavageschissel und so? Das wäre ätzend. Dann lade ich neu. Dann lade ich neu. Ach so, ja, man darf den ja nicht so nah dran machen. Herpeter. So machen das übrigens die Speedrunner. Die laufen dann schon mal zu Bowser, während die Mütze. Aua. Die Mütze den Hut holt. Ach, ich habe vergessen, dass es zweimal. Wenn ich sterbe, muss ich es nochmal machen? Bitte nicht. Bitte nicht. Danke. Oh mein Gott. Dankeschön. Ich hoffe, da ist kein Mond drin. Reinigungsvorgang. Okay, die putzen hier. Oh, was ist los? Ich habe mir den Bauch mit Kuchen und Köpfchen vorgeschlagen. Jetzt ist mir leicht blümer Rand. Ist ein Doktor anwesend? Okay, du willst einen Doktor.
Die heiraten jetzt alle. Erstmal die Hochzeitsgeschenke abgreifen. Und die Unsichtbaren auch. Oh mein Gott, ich würde sogar wetten, dass es hierfür einen Hinweis irgendwo gibt. Dass hier irgendwo in diesem Raum ein Mond ist. Okay, aber wir müssen Doktor werden. Wir haben, glaube ich, alle Mondquadermonde schon, ne? Oder täusche ich mich? Ja, sehr gut. Ich muss mal eben ein kurzes Päuschen machen. So, wo war ich stehen geblieben? Ich weiß es nicht. Doktor anziehen, genau. Sehen wir mal wieder die Odyssee von innen. Alter. Wie voll das ist. Aber cool, so Doktor. Call a Doctor. Sehr schön. Dr. Mario. So, dann. Achso, aus der Odyssee raus darf ich so nicht. Gut, dann einmal zurück in die Kirche. Und anscheinend erwartet uns halt noch auf der dunklen und der finsteren Seite des Mondes, oder der noch finsteren Seite des Mondes, anscheinend noch ein Bosskampf, denn der ist da, da rechts das Gemälde. Heißt ja eindeutig, dass da noch was kommt anscheinend. So, einen Mond kriegen wir im Frobohain. So, geht's dir schon besser, wenn du mich siehst? Du siehst von Kopf bis Fuß aus wie ein Doktor. Ich habe schon auf dich gewartet. Bitte untersuch mich schnell. Bist du fertig? Vielen Dank. Bitte nimm dies als Vergütung entgegen. Ja, tja. Ja, ne? Passt schon. Hä, bitte was? Die Zeremonie ist schon vorbei. 5 Monde noch. Flug zur Schatztruhe und zurück. Okay, das heißt, wir gehen jetzt zurück. Und kaufen wahrscheinlich die Tipps von Toad für 5 Monde. Und die Münzen. Oh mein Gott, wir müssen die ganzen lila Münzen noch finden. Die lila Münzen. Einer ist da. Müssten nur noch 5 Monde sein, wie gesagt. Und einer ist das... Wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, welchen Hinweis ich nicht kaufen möchte, ist es wahrscheinlich genau der, der gerade aufblinkt. Der Hinweis mit dem Bild. Aber gut. Ja, einer ist im Vulkan. Ach ja, in den Vulkan müssen wir auch noch rein. Oh nee. Also in die Lava-Kacke. 2 sind noch in der Lava-Kacke. Wahrscheinlich auch noch 3. Natürlich. Oh mein Gott. Ah, 3 in dem Lavagebiet. Okay. Ich vermute, dass der Münzen markiert, die in meiner Nähe sind. Da hinten. Okay. Das heißt, ich kann hier jetzt erstmal nach dem Mond gucken. Oh oh, schaffe ich das? Das schaffe ich. Okay. Ist dieser Stein ein... Oh nein. Ja, das ist ein Stein, der das tut, was er soll. Leuchten. Oh nein, 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 nein. Okay. Wenn ich es jetzt schaffe, den Stein auf den Stein zu werfen. Nein. Wenn ich den schaffe mit dem Stein... gegen den Gegner zu springen. Fliegt der Stein irgendwo hin? Oh mein Gott. Stein nicht. Ich habe noch einen Try. Oh, so viele Würfe braucht er nicht. Okay, cool. Ich weiß immer noch nicht, warum der bei den Ruinen so lange gebraucht hat, dieser doofe Stein. Ja, das ist der mit Kunst gefunden. Gehen wir jetzt erstmal Richtung... Oh, sind das... Oh, shit, 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 shit. Geht das jetzt nicht, weil das schon gescannt ist? Hallo?
Nee, okay, es geht anscheinend nicht, weil es schon leuchtet. Es fehlen auch nur drei. Okay, die sind dann da drin. Ich hoffe, ich kann da drin nochmal scannen und dann genau sehen, wo die sind. Das wird ziemlich nice eigentlich. Ja gut, ich muss da jetzt eh rein. Springen! Oh Gott. So. Einmal ins Loch hinein. Oh, einen sehe ich schon. Den habe ich vorher nicht gesehen. Und die drei Münzen. Ach ja. Und hier ist die Schwerelosigkeit ja weg. Was? Ach, guck mal. Mond Nummer 1. So. Da unten sind Dry Bones, aber... Und oben gab es keine Dry Bones mehr, ne? Wie kriege ich die denn hoch? Oh, damit ein Panzer abschießen. Oder war das weit, zu weit weg? Ich weiß es nicht mehr. Und hier gibt es keine Map. Das ist auch so ein Ding. Aber die Musik ist geil, Jonen. Da bleibe ich bei. Ich glaube, wir müssen mit dem Panzer abschießen, die kacke Dinger. Die Münzen. Nehme ich mal den Panzer hier. Schieß den da ab, damit ich Ruhe habe. Ja, ich glaube, warum habe ich das denn vorher nicht gemacht? Ich bin ein Held. So. Oh lol. Ich bin ein bisschen erschrocken. Aber, sage ich. Wo sind die anderen Monde? Ah, die Wände sind heiß. Oh nö. Die Wände sind einfach heiß. Logisch, aber what the fuck? Da denkt doch keiner dran. Okay. Dann halt nochmal. Oh, man kann die übernehmen, wenn die liegen. Okay, cool. So, dann möchte ich die Ringe einmal haben. Hab ja ein paar verloren jetzt. Oh, nö. Okay. Okay, Feuer. So. Oh, 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 uncool, uncool, uncool. Schnell das Herz gesammelt. So. Den brauche ich jetzt. So, magst du hier einmal drauf schießen? Wo war der Schlüssel? Ah, den hatte ich schon, ne? Ich weiß nämlich genau, wo der ist. Ich glaube nämlich, den habe ich schon. Ich nehme ihn trotzdem mal mit. Ja, habe ich. Okay. Alles gut. Den habe ich schon. Nein, ich wollte eigentlich den... Den da. So. Oh, bitte lass nicht noch ein Mond bei der Kugelwilli-Station sein. Das wäre mega uncool. Mann, wäre das uncool. Hilfe, wo sind die Monde? Ich hätte mir noch Tipps von Papageien holen sollen. Verdammt.
Wie gesagt, es ist schön, die Position zu wissen, aber so ein Tipp, so ein kleiner, wie der heißt, der Mond, wäre schon ziemlich nice. So. Wäre schon ziemlich von Vorteil. So. Ja, ich weiß, Spiel. Wow. Sorry, dass ich einen Moment länger gebraucht habe. Kann man nicht wegbumsen? Nein. So. So. Zack. Ich will jetzt keine Münzen mehr haben. Komm ich da hoch? Ja. Oh nein, da kommt man nicht hoch. Aua. Aua, Fehler. Fehler. Aua. 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 Okay. Oh, warte mal. Ist einer dieser Bowser-Köpfe wieder verdreht? Nein. Hier kam ja der Kugel-Willy. Willy-Willy. Danke. Oh, da kommt tatsächlich ein Herz raus. Hier ist nix. So, und hier kam ja die tolle Überraschung. Genau. Das war ja mega smart. Oh mein Gott. Das war ja mega smart. Nicht vorher rauszuspringen. Wo gibt's hier noch einen Mond? Oder zwei? Es fehlen zwei. Hi. So, fliegen wir einmal hier lang nochmal. Gucken hier am Rand entlang. Okay. Ich hoffe, ich schaff's mit dem Kleinen noch. Ja, schafft man. Okay. Also hier habe ich jetzt nichts gesehen. Siehst du hier was, was wir sehen sollten? Da leuchtet was. Oh nö. Oh nö. Oh nö. Krieg ich den? Schafft er es bis hierhin? Die explodieren so früh. Oh, die schaffen es sogar. Oh mein Gott, hier vibriert es echt und... Oh mein Gott. Okay. Einer noch. Durch die ganze Kugel-Willi-Vibration, weil manchmal vibriert der Controller halt auch einfach so, weil Gegner in der Nähe sind oder whatever. Oh lol. Die können durch Schrägen hoch. Da kommst du es halt meistens gar nicht mit. Jetzt aber schnell. So. So, warte mal. Ich benutze dich nochmal. Nicht, dass ich irgendwas übersehe. Da hinten ist auch so ein Loch. Ich vermute, ich weiß, wo der letzte Mond ist. Ich sehe da was. Wir gehen jetzt erstmal hier lang und gucken hier nochmal durch. Aber ich vermute da gerade was. Ich habe da eine harte Vermutung. Leider komme ich jetzt so halt nicht zurück.
Kannst du springen? Nee, du kannst nicht springen. Okay. So, jetzt mal nach unten gucken. Hier vibriert es. Achso, hier vibriert es zum Beispiel wegen den Stein. Wenn jetzt hier im Boden irgendwo ein Mond sein sollte, kriege ich das halt nicht mit. Keine Chance, weil es hier, weil hier alles vibriert. Oh, warte mal. Ich glaube, ich habe das schon mal geguckt, ne? Aber ich traue dem nicht. Warte mal. Achso, das sind die Löcher für... Warum kann man hier hin? Das macht überhaupt keinen Sinn. Wieso ist das hier? Wieso ist hier so eine Lücke, wo man perfekt zwischenspringen kann? Jetzt kommt der ultimative Skill-Test, ob ich hier wieder hochkomme. Das wird, glaube ich, nichts. Ich muss jetzt erstmal zum Rand kommen. Nein, okay. Tschüss, schnöde Welt. Okay. Dann brauche ich jetzt eigentlich nicht weitergehen. Ich glaube, ich weiß ja nicht, wo der Mond ist. Ich teleportiere mich wieder vor die ruhige Wand. Ich glaube, ich habe es gesehen. Kann natürlich auch ein totaler Irrtum sein. Ansonsten gehe ich einfach von hinten oben durch die Tür und komme oben am Ende wieder raus. Das geht nämlich auch. Oh shit, ist das echt so eine Fehltäuschung? Oder warte mal. Ich glaube, das ist echt eine optische Täuschung gewesen. Oh mein Gott. Ich bin gerade ein bisschen baff. Weht, ne. Da kommt man her rausgerutscht, ne? Oh, dann war das dieses Loch. Oh, Kacke. Kacke. Das ist aber kacke jetzt. Wo ist der letzte Mond? Das macht mich ein bisschen fertig. Okay, wir gehen zurück. Oh, wo ist der letzte Mond? Sonne angucken. Können halt hier auch durch. Da kann man nämlich raus. Okay. Oh nö, du bist wieder da. Oh nö. Nö. Oh nö. Oh nö. Warum ist sie denn wieder da? Ja, ja, nom 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 nom. Ey. Aua. Du kriegst mich. Oh Gott. Und tschüss. In your face.
bin nämlich immer zu greedy. Muss hier mal weg. Das ist mir alles zu heiß hier. Oh mein Gott. Okay. Nein. Zieh doch dran. Okay. Ja, tschüss. Wieso bist du eigentlich schon wieder hier? Moment. War da eine Röhre? Nee, ach so, das sind die Fackeln. Okay. Ja, natürlich ein Fest, dass ich nur noch ein Herz habe. Und da kommt man. Ja, das ist die Elektroleitung. Warum ist denn hier so eine Lücke? Fragen über Fragen in dieser Welt. Vielleicht ist der Mond hier irgendwo am Rand. Alles ist möglich. Alles ist möglich in diesem Land. In diesem Land. Du brauchst jetzt nicht immer die ganze Zeit bimmeln, ja, Spiel? Hätte ich gewusst, dass der Boss da steht. Hätte ich das nicht gemacht mit dem Herz. So, warte mal. Ja, das ist jetzt echt ein Problem. Ich sehe den von hier nicht. Wo könnte der sein? Ui, 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 ui. Das ist mal ein Meter, den ich hier schaffe. Nice. Guck mal, ohne. Ohne Chuck. Das sieht da hinten halt aus an dieser Tür, wo man rausrutscht, aber das kann halt auch von der Entfernung her sein. Als ob da was wäre. Aber man weiß es nicht. Rückwärts ist das alles irgendwie einfacher. Vielleicht ist der doch hier? Oh mein Gott. Wo ist dieser Mond? Wo ist dieser Mond? Ah, wir sehen es gleich. Ich suche den Mond. Leute, ich habe mir das da hinten nochmal angeguckt. Und da unten ist die Röhre. Und da drüber ist was. Seht ihr das? Und da müssen wir irgendwie hinkommen. Das Problem, was ich jetzt habe, ist... Wo war der Weg? Kacke. Ja, hier war er nicht. Okay. Die einzige Chance, da irgendwie hinzukommen, ist ein Drybone, ein Knochentrocken oder der Kugelwilli. Das ist dann schon wieder so ein riesiger, langer Kugelwilli-Weg. Aber das ist jetzt echt ein Problem, da hinzukommen von der Seite, weil ich gerade nicht mehr weiß, wo der Weg war. Das ist kacke. Ich meine, ich kann. Ich kann. Die Wege sind nicht da, weil der Knopf nicht gedrückt ist. Okay, ich kann von der Seite nicht. Oder schaffe ich das? Das schafft man nicht, oder? Das schafft man nicht. Schafft man das von woanders? Von hier? Nein, ist zu weit weg. Ach, kacke. Komme ich von der Seite nicht zu den Kugelwillis? Das ist jetzt aber ätzend. Ey, du, kannst du den Knopf mal drücken? Oh, nö, ey. Okay, warte. Oh, wenn er den Sprung nochmal machen würde, wäre das cool, aber... Nee. Okay, ich muss nochmal raus zum Eingang und dann müssen wir bis zu den Kugelwillis rushen. Oder zu so einem Drybone, der in der Nähe fliegt. Aber nee, die Höhe passt nicht. Das ist wie mit den Lila Münzen, da passt kein Drybone. Da passt kein Drybone. So, haben wir dahin gerusht.
Man kann das von hier nämlich gar nicht sehen. Doch, ja klar. Aber man denkt halt, das wäre das Loch, wo man rauskommt. Was ich halt dachte. Was halt nicht so ist. Oh Gott, danke. Und schnell weg. So, noch ein paar Münzen eingesammelt. Dann gucken wir mal, ob das mit dem Kugelwilli wieder so ein Kram ist. So, den nehmen wir noch mit. Und, ach, komm mal. Dass mir das jetzt gefallen lassen musste. Dauert halt jetzt ewig, ne? Komm schon, Plattform. Ich habe keine Zeit. Also doch, habe ich. Aber... ich will doch nur durch. Ist dann aber auch schon wieder ein richtig fieser Mond. Wenn dem so ist. Anders kann man da nicht hin. Oder es gibt einen Trick. Eine Röhre. Weiß ich nicht. So, bleibst du jetzt auf dem Knopf sitzen. Und chillt's. So, den nehmen wir uns, oh Gott, mit. Oh, lol. So, mit dem chillen wir jetzt. Na, 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 weil wir eh nichts zu tun haben. Nom, nom, nom. So. Ich könnte cheaten, glaube ich. Ich könnte mich darüber strecken, aber ich will es nicht riskieren. Ich will es nicht riskieren. Warte, ich riskiere es jetzt. Ja, das würde gehen. Okay, cool. So. Wo ist der? Da. Das ist genau die Höhe. Guck mal. Gib Gas. Ich weiß nicht, ob das reicht. Oh mein Gott, das reicht. Ist das dein verdammter Ernst? Okay. Und es ist die Schatztruhe. Okay. Flug zur Schatztruhe zurück. Okay. Wo kommen wir jetzt raus? Davor. Ja, nö. Okay. Dann fehlt nur noch das Gemälde. Wir gehen einkaufen. Wir haben alle Münzen. Das Gemälde war wo? Ich hab schon wieder vergessen. Robohain. Okay. Ich weiß es wieder. So. Und dann haben wir alles, ne? Warte mal. Ja. Ein Mond noch? Ja. Okay, cool. Nein, Hund. Lass mich in Ruhe. Du hast mich lang genug genervt. Guten Tag. So, einmal den Mond kaufen. Das ist jetzt meiner. So. Puh. Ab in den Robohain. Dann haben wir alle Standardwelten fertig, tatsächlich. 810. Und ich glaube, 900 gibt, oder nee, 999 gibt es, wenn man noch die Monde kauft. So, wir müssen in den Robohain. Forstland. Und jetzt muss mein Brain es schaffen, rauszufinden, wo diese doofe... Ich weiß, wo die war. Ich glaube, ich weiß genau, wo die war. Ich glaube, ich weiß echt genau, wo die war. Ich muss jetzt nicht schneiden, wenn ich genau weiß, wo die war. Moment, pass auf. Ich weiß, ich werde genau wissen, wo die ist. Pass auf, pass auf. Pass auf. Ich glaube, mein Gehirn lässt mich da jetzt gerade nicht im Stich. Moment, wir müssen... hier hin. Und jetzt da hoch. Und da um die Ecke ist die Vogelscheuche. Und hier ist der Mond. Oh mein Gott. Ja. Nice. Okay, sehr gut. Das ist doch mal nice jetzt.
So. Ey, komm. Ey, komm. Das ist sehr, sehr cool. Gucken wir hier in dem Screen mal auf die Listen. Hutland. Fehlt ein Mond. Ah ja, mit Hutkunst gefunden. Oh, warte mal. Oh. Oh, Hutlandkunst gefunden. Das haben wir noch gar nicht. Da fehlt noch Mond. Okay. Mondland fertig. Okay, Münzen haben wir alle überall. Das ist schon mal sehr schön. Hutland fehlt noch. Es ist kaum zu glauben, aber mit Hutlandkunst gefunden ist tatsächlich auf dem Mond. Und holy shit, da wäre ich never ever drauf gekommen. Habe ich das gespeichert, das Bild? Dann könnte ich euch das zeigen. Ja. Ich meine, doch, man kann drauf kommen. Das Blaue ist die Erde. Und das, diese Vierecke sind die Bewohner, die wir hier sehen. Halt genau mit den Farben. Und, naja, wir sollen auf sie stampfen. Komm schon. Gib mir. Willst du mir nicht? Hallo? Bist du nicht gespawnt? Hä? Ist der nicht gespawnt? Hab ich den Hinweis nicht? Oh, Leute. So, ich war jetzt extra nochmal im Hutland. Habe ich das aber weggeschnitten. Hä? Muss ich vor ihr stampfen? Hinter ihr. Hinter ihr. Okay. Hutland haben wir auch fertig. Gut. Würde ich sagen, beenden wir den Part und sehen uns dann im nächsten Part im Mushroom Kingdom wieder. Da machen wir da auch mal ein paar Monde. Oh yeah. Und sage, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.